Ja, hallo lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach. Wie geht man mit chronischem Lügen bei dem Partner um? Hat man da womöglich selber was mit zu tun? Das gehen wir mal in dieser Mail heute nach. Du kannst mir auch solche Fragen schicken über ein Formular auf liebeschipp.de. Da findest du auch meine Arbeit. Und wir gehen mal direkt rein. Ich muss das mal so verpflichtend machen. Schreib mir auch gerne nochmal. Hier ist das Alter dabei, euer Alter mal dazu. Also von, wen haben wir hier? Ichinowska. Ständiges Lügen wegen Kleinigkeiten. Als toxische Partnerin selber verursacht. Lieber Christian, lange verfolge ich deine Kanäle, habe auch schon viel Toxi-Toxi an mir aufgedeckt. Mein Mann und ich Mitte 30 kämpfen mit seiner permanenten Lügerei. Und zwar wegen Kleinigkeiten. Wir haben uns teilweise völlig zerstritten. Er gibt mir die Schuld, dass er lügen muss. Also, jetzt kann man eine Sache mal gleich sagen, in einer schwierigen Paarsituation so, ne? Also in der Paartherapie gucken wir häufig, ist auch in meiner Ausbildung viel Thema, gucken wir auch häufig nach diesen, systemisch nach diesen Teufelskreisen, ne? Wo sich Sachen immer wieder aufschaukeln. Also typischer Teufelskreis ist, je mehr sich einer zurückzieht, umso mehr geht der andere so in so einen Attacke-Modus, ne, zum Beispiel. Oder je mehr jemand fremd geht, je mehr kontrolliert der andere, oder je mehr der andere kontrolliert und je mehr geht der andere fremd. Ja, gibt es tatsächlich auch solche Zyklen und noch viele, viele andere. Und es gibt durchaus sonst auch so einen Teufelskreis, dass jemand, also es spielt auch keine Rolle, wer angefangen hat, also dass jemand lügt, der andere riecht sich total auf, fängt an mit so einem Kontrollverhalten und um dem zu entgehen, lügt der Partner dann noch mehr. Ne? Und das ist so der eine Punkt und die Kunst in der Paartherapie ist, dass das zu sehen und gleichzeitig zu sehen, dass es natürlich die Persönlichkeit Verantwortung gibt, also du musst ja nicht so reagieren, ne? Also wenn du lügst, dann ist es deine Entscheidung. Da kannst du nicht sagen, ich lüge, weil mein Partner so ist. Ne? Also man muss diese beiden Sichtweisen, so eine individuelle Sichtweise und eine systemische Sichtweise, muss man parallel sich angucken als Paartherapeut. Das kann sehr herausfordernd sein. Das wollen wir auch in dieser E-Mail mal so im Hinterkopf behalten. Ich habe ihm bestätigt, dass ich durchaus nachvollziehen kann, dass meine Impulsivität ihm das Lügen zu einer Art Vermeidungsstrategie geführt hat. Das ist genau, was ich meine. Wir haben beschlossen, uns beide zu bessern, aber es hört nicht auf. Das ist eigentlich mal ein guter Punkt, wo man mal ein paar Therapie machen sollte. Diese Zyklen kann man immer recht gut angehen. Ich flippe aus, also das ist ja wieder ein Grund für meine Impulsivität, dass er meine Impulsivität wieder als Begründung heranzieht. Ich sage ihm, wieso probierst du es dann nicht mal mit der Wahrheit? Ja, man kann ja natürlich nur jeder an sich arbeiten. Er kann an der Wahrheit arbeiten, du kannst an deiner Impulsivität arbeiten. Dann dem Partner zu sagen, er soll mehr dran arbeiten, das bringt auch nicht viel so wirklich. Ich wollte mal eine Sache, also ich persönlich hasse Lügen wie die Pest, für mich ist das absoluter Albtraum, völlig indiskutabel, also von daher, ich völlig mit dir einer Meinung, es kann so sicherlich so nicht weitergehen. Es gibt ja auch eine dritte Möglichkeit, also es gibt die Wahrheit sagen, es gibt Lügen, aber es gibt auch eine Situation, wo man sagt, ich habe jetzt keine Lust hier immer in so einem Verhör zu sein bei meinem Partner. Man kann auch sagen, ich möchte das jetzt nicht sagen. So, ne? Also das ist total in Ordnung, ne? Also man kann auch diese Frage ablehnen. Also das scheint ihm gar nicht in den Kopf zu kommen. Also das kannst du ihm auch mal vorschlagen. Er kann sagen, du, ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern, ob ich Hafermilch oder Sojamilch gekauft habe. Ich finde das jetzt gerade so ein Kontrollverhalten. Möchte ich jetzt nicht zumachen. Ne? Ich möchte jetzt hier nicht wie so ein Schulbube fühlen, der irgendwas falsch gemacht hat, so zum Beispiel. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Aber also wenn die immer weiter das Gleiche macht, beide, wird immer das Gleiche passieren, ne? Ja, aber das ist, wie gesagt, ich verstehe schon, dass das sehr schwierig ist. Da ist wirklich Paartherapie sehr stark bei solchen Sachen. Das ist mir sowas von fremd. Ich habe große Moralvorstellungen, dass ich das überhaupt nicht fertig bringe, meinen Mann anzulügen. Ja, also es gibt leider, muss ich wirklich sagen, viele Menschen, die lügen, chronisch lügen. Warum? Weil das ihre Strategie in der Kindheit war. Da werde ich die auch nicht davon abbringen. Also ich glaube nicht, dass du deinen Mann davon abbringen wirst, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das jetzt zu negativ.
Also nicht so, also er wird immer so eine gewisse Haltung dazu haben, denke ich. Aber man kann sich ja bessern, ne? Vielleicht reicht das Bessern schon aus, dass es bei euch weitergehen kann. Wie gesagt, im Idealfall lassen beide nach so in ihrem Verhalten und dann kann man auch in so eine Positivspirale kommen, ne? Also du kontrollierst weniger, er lügt weniger, du kontrollierst weniger. Aber gut, ob das jetzt gleich schlimm ist, müssen wir jetzt hier nicht. Also für mich ist Lügen so ein derartiges No-Go. Naja. Es gab durchaus schon Situationen, wo ich wusste, dass ich mit der Wahrheit jetzt ein Donnerwetter erlebe, aber ich kann mich auch entschuldigen. Ja, aber er kann scheinbar nicht. Ja. Er findet, dass die meiste Zeit ich Schuld an Streitereien habe. Ja gut, das ist wenig hilfreiche Äußerung hier, ne? Vor allen Dingen, wenn er lügt. Also das dazu sagen, dass du schuld bist, das ist schon fast Gaslighting. Also wenn jetzt sagen würde, wir haben beide was damit zu tun, okay, aber das ist ja nur wirklich albern, ne? Auch keine gute Aussage. Wir haben zwei Kinder, was leben wir denen vor? Mein Mann ist sehr sanftmütig und eher gleichgültig. Ja, und vielleicht auch, also gleichgültig ist natürlich auch nicht gut, muss man sich ja schon fragen, liebt er dich eigentlich noch? Gleichzeitig könnte auch so ein bisschen People-Pleaser-mäßig sein, aber People-Pleasing ist wie einen Haufen Rost in so ein Getriebe reinzuschütten. Das ist einfach ein scheiß Verhalten, ne? Ich bin impulsiv, cholerisch, hysterisch. Also steht hier. Ich arbeite wirklich an mir. Es tut mir leid, dass ich das nicht direkt abstellen zu können. Ja, ist auch nicht leicht als Partner, ne? Das muss man schon ganz klar sagen. Und aber vielleicht kannst du vielleicht überlegst du mal, oder ich will es nicht ausschließen, dass er das auch nicht ist. Es gibt Leute, die kriegen das, oder von außen sieht es so aus, als wenn sie es nicht abgestellt kriegen, Lügen. Also ob sie es nicht wollen oder ob sie wirklich immer lügen müssen, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht kann er das auch nicht abstellen. Da muss man das, ich bin ja immer so ein Freund von absolute Akzeptanz an irgendeinem Punkt, zu sagen, okay, das kann ich jetzt nicht ändern, was mache ich jetzt? Weil euch, dass ihr euch da ewig aufreibt, das ist ja keine Lösung. Und wie gesagt, Paartherapie kann man auf jeden Fall probieren, aber irgendeinen Punkt muss man sich überlegen, kann ich damit eigentlich leben, so, ne? Und ist auch durchaus möglich, dass er in einer anderen Beziehung nicht so ist und dass du in einer anderen Beziehung auch nicht so bist, ne? Aber das sind natürlich auch jetzt nicht partnerschaftsförderliche Anteile, weißt du natürlich selber, also Impulsivität, cholerisch, ja. Aber, ja. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sich das gegenseitig anstachelt, was man entweder irgendwie in den Griff kriegen kann oder so Kompatibilitätsfragen aufwirft, ne? Das, ich glaube schon, dass das, er das auch ein bisschen aus dir rausholt, wie du aber aus ihm vielleicht auch das Lügen rausholst, wenn er versteht, was ich meine, ne? Muss ich die Lügen jetzt ertragen, ihm dabei mit Freundlichkeit begegnen und dann hört das auf? Nee, bestimmt nicht. Nee. Also, wie gesagt, wenn jetzt ein Paartherapie wäre bei mir, natürlich wird man da, damals Paartherapeut, da hat man ja auch mehr Autorität, da kann man schon sagen, jetzt probieren wir das und das mal aus und dann wird man relativ sehen, ob sich systemisch, kann sich manchmal sehr in kurzer Zeit sehr viel verändern. Aber das ist nicht 100%, also das ist vielleicht 50-50, aber es kann auch rauskommen, dass wirklich mit allem Bemühen dieser Kreislauf nicht abstellbar ist oder dass weder du deine Seite ändern kannst, noch er seine Seite ändern kann, dann muss man sich schon überlegen, ist das denn so auf die Dauer haltbar, ne? Aber ist jetzt schwer zu sagen, was dabei rauskommt dann. Aber du musst nichts ertragen und du musst, ja, wir wollen ja immer konstruktiv miteinander umgehen, das heißt aber nicht, dass du ja, dass du es gut finden musst, ne? Was mir jetzt überhaupt nicht gefällt, ist sowas wie, du hast Schuld und dass er sich nicht entschuldigen kann. Also du, das hast du ihm natürlich hier voraus, dass ich hasse das, wenn Leute sich nicht entschuldigen können. Ne? Ja. Ja, wie soll ich das schaffen? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Man hält bestimmte Sachen einfach nicht aus, ne? Ich versuche schon zu sehen, infantiles Verhalten, vielleicht auch ein Muster aus seiner Kindheit. Ja, mich interessiert das alles nicht, scheiß Kindheit. Das ist ein erwachsener Mann, also entweder er kann es abstellen, er kann es nicht abstellen, dann müssen wir jetzt nicht die Kindheit ranziehen, ne? Das ist uninteressant.
Vielleicht ein Muster aus seiner Kindheit, sagt er mir. Ja, aber das nimmt einem nicht die Verantwortung weg, ne? Er lügt, um sich zu schützen. Im Endeffekt lügt er. Um was? Er lügt. Genauso wie er sagen kann, du bist mir zu impulsiv. Ja, ne, da kannst du jetzt, kann man leider auch nicht herkommen und sagen, ja, die Kindheit. Es ist, wie es ist, ne? Aber jetzt müsste man, das kann man aber jetzt in einem E-Mail hier nicht machen, wäre auch mal interessant, ganz genau zu gucken, wie so ein Streit bei euch abläuft. Den mal wirklich, das mache ich immer gerne, den wirklich eins zu eins zu sezieren, so sekundenweise. Da kann man auch häufig so ein bisschen sehen, wo es vielleicht, ob man vielleicht doch so Ansatzpunkte findet, ne? Ich soll es nicht persönlich nehmen, ja. Ist auch so ein geiler Satz, nimm es nicht persönlich, wenn du fucking angelogen wirst den ganzen Tag, ja, das ist lustig. Aber wo anfangen? Auf Augenhöhe ist weg, unsere Spielfläche nicht mehr sauber, ich nehme mich nicht raus, in der Verantwortung Veränderungen bringen zu müssen. Aber wo anfangen? Bei uns stimmen die Pole auch überhaupt nicht, ich bin ein Kontrollfreak geworden. Ja, also ihr werdet, glaube ich, echt ein Paar, wo ich euch sagen würde, Mensch, mach doch mal ein bisschen Paartherapie vor Ort irgendwie. Kannst du mal erzählen, was dabei rausgekommen ist. In diesem Sinne, mach die fucking Kurse, vielleicht sehen wir uns auf der, ich glaube, ein paar Restkarten gibt es noch. Jetzt schon am Mittwoch in Berlin. In der Z-Bar findet ihr Karten auf Eventim oder auf liebische.de oder am Freitag auf der zweiten Halbjahres Liebische Party in Hamburg. Ciao, ihr Lieben. Also wenn man wirklich gut aufgestellt ist und man kann sich dahin arbeiten, ich habe da gar keine Frage, man kann sich dahin arbeiten, dass man gut aufgestellt ist. Ne? Also auch wenn man toxische Beziehungen geführt hat, auch wenn man gewaltig unter die Räder gekommen ist. Wie gesagt, meine Arbeit ist ja immer nicht mehr benutzt zu werden, aber auch nicht benutzen, weil viele sehen auch ihren Täteranteil gar nicht. Deswegen haben wir auch viele Kurse so in Richtung Täteranteil bearbeiten. Wenn man das wirklich gut aufgearbeitet hat, natürlich kann man sich dann auch mal, wenn man das unbedingt will, sich an andere Modelle ranwagen. Ne? Und vielleicht hat man auch seine Freude daran, ne? Will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich gebe euch zwei Sachen zu bedenken. Einmal habt auch eure Täterseite im Griff. Das ist nicht, dass ihr irgendwas macht, wo jemand anders plötzlich leidet oder in der gleichen Rolle ist, in der ihr vorher wart. Oder sagen wir mal drei Tipps. Dann zweiter Tipp, seid wirklich maximal ehrlich. So, und das ist wirklich das Wichtigste, was man braucht, gerade wenn man neue Sachen macht. Ne? Seid maximal ehrlich. Und dritter Punkt, pass auf, dass ihr nicht doch wieder zurückrutscht vielleicht in Beziehungskonstellationen oder Situationen, wo ihr denkt, ihr habt die überwunden. Ne? Weil, also ich glaube, mit meiner Arbeit kann man sich wirklich ganz schön aus dem Sumpf ziehen. Aber trotzdem, es bleibt, glaube ich, eine Anfälligkeit. Also ich glaube, wenn man so denkt, mir kann jetzt nie wieder irgendwas Blödes, Toxisches passieren, dann ist man komplett schief gewickelt. Ne? Also da nimmt man den Mund echt zu voll. Deswegen, wenn ihr neue Sachen ausprobieren wollt oder das Gefühl habt, euer Leben ist zu langweilig, ihr müsst das wieder so ein bisschen antoxen, ja, macht das, aber wirklich bewusst kontrolliert und gebt euch immer wieder Zeitpunkte, wo ihr wirklich checkt, rutsche ich nicht schon wieder in irgendeinen Mist rein, weil wir sind, unsere liebessüchtige innere Stimme, sage ich mal, ist so geschickt daran, einem immer wieder irgendwas vorzureden, dass irgendwas gut ist, was überhaupt nicht gut ist. Aber ansonsten, lasst euch nicht zuquatschen von all den modernen Sachen. Überlegt immer wieder, was möchte ich? Was braucht meine Seele gerade? Lasst euch nicht reinquatschen in irgendwelche Kriege zwischen den Gendern oder den Geschlechtern oder alle Männer sind böse, alle Frauen sind böse. Alle Heteros sind böse, ich weiß nicht was, lasst euch da nicht reinquatschen, wirklich bleibt in eurer Blase, versucht die so sauber wie möglich zu machen und arbeitet einfach daran, niemanden zu benutzen und nicht zu benutzt zu werden und dann leistet ihr einen unglaublichen Beitrag für diese Gesellschaft. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.